Achso, kann ich noch einen Kittel haben? So kennen ihn seine Patienten und Kollegen. Als Oberarzt ist Dr. Heinz-Wilhelm Esser im Klinikum in Remscheid im Einsatz. So kennen ihn die Zuschauer. Als Fernseharzt Doc Esser steht er regelmäßig vor der Kamera. Hier muss der Facharzt Regieanweisungen folgen. Es geht um Gesundheitstests und Tipps. Dafür soll Doc Esser eine perfekte Moderation abliefern, gewürzt mit einer Portion Humor. Im Klinikum ist er ganz anders gefordert. Häufig sind seine Patienten schwer krank. Auch bei ihnen versucht er, die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit zu finden. Regelmäßige Fernsehaufnahmen und die Arbeit auf der Station. Wie bewältigt er diesen Spagat? Herz TV hat sich das mal genauer angesehen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Dr. Esser tritt seinen Dienst an, ist auf dem Weg auf die Station und geht als erstes in sein Büro. Eine Fototapete entschädigt für das fehlende Fenster im Untergeschoss. Als ihm vor 4 Jahren die Stelle als Oberarzt angeboten wurde, wechselte er von einem Schwerpunktkrankenhaus für Lungenkrankheiten an die Remscheider Sana-Kliniken. Viele Menschen kennen ihn nur als Fernseharzt. Deshalb verrät er erst einmal seine eigentliche Profession. Ich bin Arzt der inneren Medizin und da wieder spezialisiert auf die Pneumologie, also auf die Lungenheilkunde, und auf die Kardiologie, also alles rund ums Herz. Also Facharzt für Pneumologie und Kardiologie. Yes. Jo, was darf ich denn tun jetzt eigentlich? In der Klinik sieht er Menschen, die meist schwer krank sind. Er glaubt, dass so manches Leid vermeidbar gewesen wäre. Beim Herz ist es natürlich der Klassiker, ne? Der Herzinfarkt oder eben auch die Herzschwäche aufgrund eines nicht optimalen Lebenswandels, würde ich mal sagen. Ja. Wir bewegen uns alle viel zu wenig. Wenn wir uns mehr bewegen würden, würden wir solche Erkrankungen deutlich weniger haben. Das ist einfach so. Muss man immer wieder die Patienten immer wieder darauf hinweisen, dass die unheimlich viel mit Bewegung machen können. Unheimlich viel. Sei es Bluthochdruck, sei es Diabetes, sei es kardiovaskuläre Ereignisse, Schlaganfall. Mit 5x30 Minuten, also 150 Minuten Bewegung, moderates Ausdauertraining, also das, was jeder machen kann, kann man diese Ereignisse nicht auf null runterschrauben, aber deutlich reduzieren. Also deswegen schleppe ich mich ja jeden Morgen durch den Park bei uns. Oh, sollte man auch mal wegbringen, ne? Nicht eingerechnet sind die vielen Wege durch die Klinikflure, auch die halten fit. Jetzt wird er gleich eine Ultraschalluntersuchung am Herz vornehmen. Das Herzchen ist wieder im richtigen Rhythmus. Bei Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern ist die Gefahr, dass sich Blutgerinnsel im Herzen bilden, groß. Mit dem Ultraschall sieht er die sofort, kann Maßnahmen ergreifen, dass es so weit nicht kommt. Doch das ist nur ein Teil seiner Aufgaben. Sein Aufgabengebiet ist viel umfassender. Die Ambulanz ruft oft an, dafür bin ich heute zuständig. Ich habe die Privatstation. Ich bin noch zuständig für die Spiroergometrien und für die Bronchoskopien bzw. auch für die endobronchialen Ultraschalluntersuchungen mit Punktion. Das heißt, das muss ich irgendwie logistisch so auffächern, dass möglichst wenig Wartezeit für die Patienten und auch für das dort arbeitende Pflegepersonal jeweils dann entsteht. Schnell und effektiv muss er arbeiten. Hier wird gerade ein EKG im Liegen aufgezeichnet. Dabei trägt der Patient eine Atemmaske. In ihr steckt ein Sensor, der jeden Atemzug registriert. Es ist ein Belastungstest, der Herz und Lunge gleichermaßen analysiert. Spiroergometrie genannt. Hier finden quasi die Spiroergometrien statt. Eine sehr, sehr spannende Untersuchung, wo man im Prinzip die kardiale und pulmonale Limitierung ganz gut erkennen kann. Ja, je nachdem, was die Patienten gerade haben oder eben aber auch den Leistungszustand. Das heißt, viele Leistungssportler müssen da auch regelmäßig hin in ihren Zentren und dann eben mit dieser Maske Fahrrad fahren oder manche laufen auch oder joggen.
Ja. Haben Sie einen Beta-Blocker genommen? Nee. Gut. Das EKG sieht gut aus. Weiter geht's im Ultraschall. Ja. Jetzt bringen wir erstmal wieder Ihr Herzchen auf Vordermann. Einverstanden? Schlafen Sie aber bitte. Das fände ich schön. Okay. Das gut. Herz dieser Patientin ist aus dem Takt geraten. Ein Elektroschock soll ihn wieder normalisieren. Dadurch wird im Prinzip einmal alles im Herz resettet, was an Strom fließt, also an elektrischer Aktivität. Und jetzt haben wir wieder den Rhythmus, wie er sein soll, also vom Vorhofflimmern. Was sie vorher hatte, ist sie jetzt wieder im normalen Sinusrhythmus. Ja, sehr schön. Dr. Esser ist zufrieden. Alles klar. Einmal wecken. Herzen untersuchen, Lungenkranke behandeln, das ist Alltag für ihn. Doch was hat den Facharzt zum Fernsehen gebracht? Ich habe jahrelang für eine große Agentur als Musiker gearbeitet und habe dann selbst das noch, während ich Mediziner war, noch weitergeführt. Die Agentur meinte, Mensch, du bist doch auch Arzt, sollen wir dich nicht mal casten? Und da habe ich damals gesagt, ach ja, komm, warum nicht, cast mich mal. Und eine Woche später hatte ich im Prinzip schon Probefilmaufnahmen. Ein halbes Jahr später kam dann die erste Sendung. Ja, und das hat dann irgendwie funktioniert. Glück! Kurze Zeit später muss er eine Lunge spiegeln. Denn Dr. Esser ist der einzige Pneumologe im Haus. So halten wir? Ja. Das ist jetzt eine sogenannte Bronchoskopie-Lungenspiegelung. Das heißt, wir gucken uns jetzt von dem Patienten die Lunge von innen mal an. Schauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Nehmen uns ein bisschen an Flüssigkeit machen, eine sogenannte bronchoalveoläre Lavage, eine BAL. Und gegebenenfalls würden wir auch einen Lymphknoten biopsieren, das ist aber noch nicht ganz klar. Ja, hier wird jemand müde, ne? Mit Hilfe des Bronchoskops kontrolliert er die Atemwege auf dem Monitor und entnimmt parallel dazu Gewebeproben, die im Labor genauer unter die Lupe genommen werden. An seiner Seite steht ein Team, 7 Schwestern und 2 Assistenzärzte. Die Schicksale, mit denen er konfrontiert wird, gehen ihm nahe. Erst recht, wenn es junge Patienten sind. Sein Alltag hier, ein krasser Gegensatz zum Doc Esser aus dem Fernsehen. Na, ich finde, hier ist ja natürlich die reale Arbeit am Patienten, das ist das Schöne. Und auch im Teamarbeiten und dass man tatsächlich auch Patienten hilft. Und Fernsehen ist wiederum natürlich das Schöne, dass man noch nicht Erkrankten erklären kann, wie sie die Erkrankung verhindern können mit etwas gesunder Lebensweise und dass man Medizin greifbar macht. Ja, und das ist ja teilweise für den Laien sehr, sehr abstrakt und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn man das dann mit einfachen Experimenten und sowas dann den Leuten beibringen kann. Ja. Aber ich möchte beides nicht missen. Und beide Welten nimmt er gleich ernst. Szenenwechsel. Aus dem Oberarzt Heinz Wilhelm Esser wird Doc Esser oder kurz Heiwi. So nennt man ihn am Set. Was erwartet Sie jetzt heute? Heute kommt das Finale von einer Sendung vom Doc Esser, der Gesundheitscheck, wo wir uns um die Zähne und die Zahngesundheit mit den Zähnen beschäftigt haben. Und wir haben da einige Versuche gemacht, nämlich das richtige Zähneputzen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was da rausgekommen ist. Regisseur und Kameramann bauen für den Test mobile Waschbecken auf. Denn hier wird gleich geputzt. Das Team ist komplett. Zahnärztin Nina Wollenweber ist auch schon da. Sie kontrolliert, er moderiert den Gesundheitscheck. Wir treffen uns jetzt wieder, Heiwi. Ja. Du bist mit Nina schon hier. Was der Doc und die Expertin gleich tun und sagen müssen, wurde in der Redaktion vorbereitet. Ja. Ach, schön, okay, dann sagst du mir nochmal Bescheid. Regisseur Sebastian Schiller braucht allerdings erst einmal Bilder und erklärt die Handgriffe, die dafür aufgenommen werden sollen. Wie so vieles an diesem Tag, muss auch das wiederholt werden. Er hat einfach nur Power. Ja. Und immer auf Kommando. Wir müssen nicht sprechen, wir müssen nur tun, wir müssen nur machen. Wie ist es, wie war das 5 Wochen lang
War das große Umstellung? Habt das auch wirklich durchgezogen, Hand aufs Herz? Ja. Aber willst du schon fragen, wo die Probleme waren und so? Ja. Oder machen wir das? Und da sind auch schon die Protagonisten. Vor 5 Wochen standen sie schon einmal vor der Kamera. Da wurden ihre Zähne untersucht und sie bekamen erklärt, wie man sie richtig putzt. Heiwi, ein Klinikarzt, nun Moderator. Wie klappt das? Er ist halt absolut unkonventionell, ne? Einfach so eine Art und Weise, wie er sich gibt, wie er redet, wie er sich kleidet. Er ist kein Halbgott in Weiß. Und putzen. Und er ist jetzt ganz in seinem Element. So, gucken wir uns auch den Jochen an. So, Jochen, mein Lieber. Wie sieht's aus? Zeig mal. Warte. Kamera läuft. Erste Kontrolle. Perfekt. Ernsthaft? Ja, er macht es perfekt. Das ist die Basstechnik mit dem Rütteln, das ist das Ausputzen, das Stimmen, das ist perfekt um. Ich bin begeistert. Die Basstechnik ist eine spezielle Zahnputztechnik, die ich jetzt hier aber auch erst erlernen durfte. Das heißt, die Zahnbürste wird in einem speziellen Winkel angesetzt, an den Zahnzwischenräumen. Und dann rüttelt man. Man schrubbt nicht, sondern man wicht im Prinzip aus. Der Kollege Bass war ein Zahnarzt, der hat diese Basstechnik erfunden. Der hat einfach für sich eine Möglichkeit gesucht, wie man die Zahnzwischenräume gut putzen kann. Und das ist was ganz Besonderes, weil dadurch werden nämlich die Zahnzwischenräume viel besser sauberer und man schont den Zahn. Ansonsten schrubbt man sich nämlich den Zahnschmelz weg. Und das sind so Sachen, die lernen wir dann hier am Dreh. Okay. So, also vielen Dank. Die Zähne sind geputzt und jetzt bin ich natürlich gespannt auf das Ergebnis. Jeder kriegt eine Tablette zum Der Kauen. Farbtest entlarvt jede Nachlässigkeit. So, Jochen, komm, mit dir fangen wir an. Einmal zum Spiegel, bitte. Und bleck die Zähne. Moment, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moment, geht's an. Jeder Blickwinkel eine andere Kameraperspektive. Erster Zuschauer, der Regisseur am Set. Fummel von Nina im Mund. Ah, das sieht aber super aus. Die Fachkompetenz hat hier nicht Doc Esser, sondern die Zahnärztin Nina Wollenweber. Dafür erkennt ihn fast jeder auf der Straße. Das freut mich. Ja, wir müssen weiterdrehen, weil einer der Protagonisten muss leider weg. Es tut mir leid. Ja, natürlich, aber ich freue mich. Das kommt nochmal vorbei. Warte das. Wer fertig ist, kriegt ein Erinnerungsfoto mit. Sehr gut. Der Dreh ist fast abgeschlossen. Doch das Wichtigste fehlt noch. Die Verabschiedung. Insofern, was das in so einer normalen Moderation macht es ein bisschen seriöser. Als 90.000 Mahlzeiten nimmt man im Laufe eines Lebens zu viel. Du sagst mir los und ich fange sofort an. Da war der Doc etwas zu schnell. Mehr als 90.000 Mahlzeiten nehme ich im Laufe eines Lebens zu mir und mehr als 30 Tonnen müssen. Versprecher können passieren. Nochmal von vorn. Mehr als 90.000 Mahlzeiten nehme ich im Laufe eines Lebens zu mir und mehr als 30 Tonnen feste Kost müssen meine Zähne zerkauen und dementsprechend brauchen sie viel Liebe, Aufmerksamkeit und Pflege. Und dann sind es. Ein Glockenton passt nun gar nicht. Dass du einfach sagst, oh mein. Ja nichts über einen. Dann kann es weitergehen. Und dann zack und dann grinst du nur noch in die Kamera. Funk. Mehr als 90.000 Mahlzeiten nimmt man im Laufe eines Lebens zu sich und 30 Tonnen feste Kost werden von den Zähnen zerkaut. Dementsprechend brauchen sie viel Aufmerksamkeit und Pflege. Und da sind 2x2 Minuten Zahnreinigung am Tag doch sehr wenig Aufwand, wenn man bedenkt, welche Folgen Zahnerkrankungen für den Körper haben können. Und ich sag's euch, es geht doch nichts über ein strahlendes Lächeln. Okay, wunderbar, das war gut. Ich habe unheimlich viel kennengelernt, weil ich natürlich hier immer wiederum eine Förderung der jeweiligen Experten bekomme. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Dementsprechend bin ich mittlerweile medizinisch sehr, sehr breit aufgestellt, weil ich aufgrund solcher Sendungen eben selbst gefördert werde. Ich bin ja auch nur Kardiologe, Pneumologe, das heißt Internist, da schon relativ breit. Aber jetzt zum Beispiel hier, dass ich nochmal was über die Gesundheit der Zähne lerne, ist wunderbar und das genieße ich. Kaum ist der erste Teil des Drehs im Kasten, bricht ein Getöse los. Willkommene Pause für den Doc. Ich gucke jetzt mal, wie viele Anrufe mich jetzt noch so erwartet haben, weil ab und zu ruft die Klinik auch noch an und hat ein paar Fragen. Ich bin ja auch noch Arzt irgendwo, ne? Terminlich muss man es immer checken, ob Patienten gerade für mich eingestellt werden oder nicht. Und die müssen dann umterminiert werden. Ich muss ja auch da sein vor Ort. Ich mache in dem Krankenhaus ja einige Behandlungen, die anderen eben nicht machen. Ich bin da der Lungenfacharzt, der einzige momentan. Und deswegen muss man relativ sortiert durchs Leben laufen. Zäh! Da habe ich es doch echt liegen lassen. Ich bin ein Typ. Kurzer Check, nichts verpasst, weiter geht's. Das ist auch gut.
Das Thema jetzt: Zahngesundheit und Ernährung. Was nützt, was schadet den Zähnen? Der Regisseur plant einen Marktrundgang. Doc Esser soll Wissenswertes in der Lebenswirklichkeit präsentieren. Ich will jetzt gerade einfach kurz gucken, ob das hier überhaupt noch passt. Ihr sagt mir, was ich mache, ne? Ja. Doch bevor es losgeht, braucht er wieder Geduld. Die Technik muss stimmen, keiner darf durchs Bild gehen. Das sind Augenblicke, in denen sich der Mediziner erinnert, wie viele gute Ratschläge er am Anfang bekam, als er das alles noch nicht kannte. Komm zum Fernsehen, haben sie gesagt. Da kannst du was erleben, haben sie gesagt. Und was passiert? So? Die Hälfte meines Lebens warte ich vergebens. Das ist ungefähr die gleiche Zeit, die man als Arzt vor Aufzügen verbringt. Ich habe mir immer schon mal überlegt, wie viel Zeit ich schon da eigentlich vergeudet habe. Sag mal, Kollegin. Schön, dass du da bist. Hallo. Probe, Szene Nummer 1. Kennst du auch, oder? Ja, eigentlich wollen wir doch darauf hinaus, dass der Apfel gar nicht so verkehrt ist, weil du viel Speichel bekommst. Früher hat man es gesagt. Dann sagt doch, früher hat man gesagt, man hat eben gesagt früher, dass der Apfel den Mund scheinbar reinigt, aber der macht Fruchtsäure und macht deswegen eigentlich die Zähne kaputt, deswegen lieber einen Zahnpflege kaufen. Nicht so viel. Also wir verkaufen auch Wahrheit. Kollegin. Herr Kollege. Guten Tag. Hallo. Schön, dass du da bist. Immer wieder wird am Inhalt gefeilt. Was locker aussieht, ist Konzentrationsarbeit. Sind alle Einstellungen gedreht, geht's rein. In jeder Abteilung gibt's nützliche Informationen, so auch am Bananenstand. Also nochmal, also ein Zahnpflegekaugummi wird dann seine Pflicht tun. Ja, würde den Speichelfluss anregen und man hätte zumindest wieder ein bisschen Neutralisation der Fruchtsäure. Also für alle Bananenliebhaber, wer eine Banane isst, direkt danach ein Kaugummi aus dem Mund wieder reinigt. So, jetzt sind wir direkt. Was in der Sendung dann als schöner Einkauf rüberkommt beim Dreh, ist das präzise Kleinarbeit. Guckt es euch nochmal an. Was? Achso, nehmen, gucken, einpacken. Ja, hätte ich das gemacht. Okay, alles klar, so. Aber du bist ja immer dazwischen. Peter, los. Soll meine mit? Nimm meine mit. Aber das ist schön. Die Dame. Schade. Mach nochmal höher, ein bisschen höher, damit es mehr im Bild ist. Genau so. Ja, genau. Riechen und noch eine nehmen und kosten. Riecht man im Laden irgendwelchen. Mach's ein bisschen knackiger. Gerne. Okay, viel zu lang. Macht's kurz. Und geht ruhig noch ein Stück aus dem Bild. Okay, bitte. So. Eine nehmen wir mit, ne? Ja. Ein Bild Himbeeren, die sind hier drüben. Brauche ich mal das Bild. Wieder warten, bis der Kameramann auch die Himbeeren im Bild hat. Während Bananen eine Nachsorge brauchen, sieht es bei Rohkost ganz anders aus. Aber was lässt sich denn hier zur Rohkost sagen? Gut oder schlecht für meine Zähne? Richtig gut. Mhm. In der Textur sehr hart, Reinigungswirkung, Massagewirkung fürs Zahnfleisch, gute Durchblutung, Kaukraft. Also tatsächlich hier, wenn ich mir hier so eine Möhre nehme, ab und zu esse sogar ich eine Möhre. Ja. Ich denke mir immer, oh, verdammt, ey, lass den Tag endlich umgehen und lass mich endlich diese Möhre fertig gekaut haben. Es dauert ewig. Ja, es dauert ewig und das ist auch gut so. Also die Möhre, 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 Möhre. Deshalb kommen die Möhren auf Kommando in den Einkaufskorb. Falsch. Nein. Lieber. Ich will hier nicht so stehen und sagen, alles, was du machst, ist verkehrt. So machen das ja viele andere. Das kennt man ja leider und das ist ja eine große Kritik an uns Ärzten. Sondern ich will einfach sagen, mit 5, 6 einfachen Tricks kannst du einfach deinen Alltag, dein Leben viel gesünder gestalten und um mehr musst du dich nicht kümmern. Es geht ja um Lebensqualität und Lebensquantität. Und ich finde, beides muss schön in einer Waage sein. Und ich denke, dafür stehe ich auch dann gerade. Und das gelingt ihm. Sicherlich auch, weil er in seinem Leben nicht nur den Arztberuf im Blick hatte. Er fuhr regelmäßig Rettungswagen und stand bereits als Rockmusiker auf der Bühne. Okay, bitte. Statt heute über zahngesunde Ernährung zu reden, wäre er auch gerne Rockstar geworden oder sogar Wettschwimmer. Da hat er nur knapp die Olympia-Qualifikation verpasst. Musik macht er immer noch und auch das Schwimmen hat Doc Esser nicht aufgegeben. Jetzt steht er 5 bis 8 Mal monatlich vor der Kamera und wartet geduldig, bis er wieder dran ist. Schicken Sie
Also das finde ich das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, weil dann bist du quasi heiß und willst deine Message loswerden. Und dann kommt der Herr Schiller und sagt, jetzt braucht er aber erstmal eine längere Aufnahme von der Fleisch- und Käsetheke. Und dann sagt er so, jetzt musst du wieder angehen. Dann gehst du wieder an und dann sagt er, ach nee, mir fällt aber gerade ein, ich möchte nochmal was von der Fleischtheke nehmen. Das finde ich ist das Einzige, was so, ja, du bist halt immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Deutlich Schlimmeres, oder? Ja. Ja. Gut, sie muss mir leider gerade zustimmen. Immer. Er ist der Chef dieser Sendung. Nee, das kann man nicht sagen. Ich bin das kleinste Rädchen im Getriebe. Mit Halbi macht es sehr, sehr viel Spaß. Der Mann ist nicht auf den Mund gefallen, das gefällt mir sehr gut. Er nimmt sich nicht so ernst und ist trotzdem fachlich ein Profi. Und das macht einfach Spaß. Oh, Frau Kollegin, schnell, vorbei. Vorbei an den Süßigkeiten, denn da gibt es in Sachen Zahngesundheit nichts Gutes zu sagen. Richtung Ausgang stehen Getränkeregale, an denen viele Kunden kaum vorbeikommen, ohne was mitzunehmen. Darum schauen sich die beiden das Sortiment genauer an, weisen auf die Folgen von Limonaden hin, wie sich die Bakterien im Mund auf den Zucker stürzen, ihn verdauen und dabei die Zähne kaputt machen. Aber auch welche Krankheiten durch Limonaden schlimmer werden. Also merkt es euch, Limonaden sind nur ein Genussmittel, ab und zu, ansonsten lieber Wasser. Sehr gut. Lohnt sich der Aufwand? Ich glaube, jemand, der sich für den Beruf des Arztes wirklich interessiert und den auch mit Leidenschaft betreibt, dem liegt ja wirklich was am Wohl seiner Mitmenschen. Also der monetäre Ansporn ist es bei mir definitiv nicht, war es auch nie und wird es auch definitiv nie sein. Ich habe das Ganze auch nicht gemacht wegen einer guten Abiturnote oder sowas, sondern ich wollte einfach mit Menschen arbeiten. Und bei mir hat es ja auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt tatsächlich in den Arztberuf reingefunden habe. Nach meinem Studium, ich war fertiger Arzt, bin ich ja dann auch erstmal sehr lange als Musiker auf Tour gewesen und habe ganz anders gelebt. Ja? Und irgendwann kam dann aber dieser Gedanke im Kopf, boah, du hast einfach Lust, dich mit Menschen zu beschäftigen, du hast Lust, Menschen zu unterstützen. Und dadurch bin ich dann überhaupt wieder zurückgekehrt. Jetzt, finde ich, habe ich ja die Möglichkeit, als Aufklärer zu arbeiten und das ist wirklich super, weil man dadurch eben genau solche Sachen, solche Kleinigkeiten im Supermarkt, davon ist ja jeder von uns betroffen, da kann man eben so kleine Fallstricke dem Zuschauer verständlich machen, dass er da eben nicht reintappt und dadurch eben statt, was weiß ich, zum fettigen Schweinefleisch vielleicht dann eben mal zu einem fetten Seefisch kommt. Vorsichtig den Weg. Ja? Yes? Den hab ich mir drauf. Weiter an die Salatbar. Zähne werden durch Rohkost nicht nur mechanisch gestärkt und gereinigt. Was Sie sich hier zusammenstellen, wie Linsen oder geschnittene Möhren, enthält Vitamine, die die Zahngesundheit fördern. Dinner for two. Nehmen Sie Platz, Frau Kollegin. Den Salat dürfen die beiden am Ende des Drehs genießen. Unter Beobachtung und auf Kommando. Heidi. Einmal noch konzentrieren. So, noch nicht den Tee ansprechen, erstmal noch mal essen kurz. Ein Bild essen. Also das Anstrengende beim Filmen ist natürlich, dass du immer on sein musst. Du musst immer auf dem Punkt sein, du musst eine Message positiv rüberbringen. Und ich beschreibe das schon mal ganz gerne, die Harry Potter kennen. Da gibt es die Dementoren. Das sind diese Wesen, die einem die ganze Kraft und Energie aussaugen am Ende des Tages. Und so fühle ich mich manchmal nach dem Dreh, wenn ich dann abends nach Hause fahre, insbesondere wenn noch viele Protagonisten da waren, die ich ja auch bei Laune halten muss. Dann ist so alles weg an Energie und ich habe dann auch gar keine Lust mehr, noch einen Satz zu sprechen. Aber generell muss man sagen, ist das hier entspannter als ein Tag in der Klinik. Klar, ja, die Verantwortung ist eine ganz andere. So, auf die Zahngesundheit. Prost bedeutet zum Wohle, also Gesundheit. Und mit diesem Getränk wird der Wunsch real. Warum ist grüner Tee so gesund nach dem Essen? Also Japaner haben Studien gemacht, die bewiesen haben, dass der grüne Tee sehr, sehr gut gegen Kariesbakterien ist, auch für Bakterien oder gegen Bakterien, die Mundgeruch verursachen. Wie man unschwer schmecken kann, er enthält Gerbstoffe, die sind sehr, sehr gut für die Neutralisation und eben für die Bekämpfung dieser Bakterien. Letzte Einstellung, das war's. Sein Fazit? Prima, gut, danke. Feierabend und nicht mehr reden müssen, außer mit meinen Kindern und meiner Frau. Ansonsten nichts mehr. Ja. Aber es war ein schöner Tag. Hast du mit dem Mikro schon? Nee, war nicht so schön. Ja. Dann grüß deine Frau.